Vor rund 1500 Zuschauern trafen am Mittwochabend Drittligist Preußen Münster und Zweitligist VfL Bochum im sonnenüberfluteten Billerbeck aufeinander. Die VfL-Defensive stand in der ersten Halbzeit erstklassig. Im Angriff haperte es allerdings zunächst noch im Torabschluss. Bei immer noch hitzigen Temperaturen von deutlich über 30 Grad hatten sich beide Teams eine Trinkpause zur Mitte der ersten Halbzeit mehr als verdient. Nach dem einen oder anderen Missverständnis, wie hier mit Simon Terodde, gelang dem VfL aber doch die verdiente Führung durch eben Simon Terodde in der 39. Spielminute. Hier sehen wir den Treffer noch einmal in der Zeitlupe. VfL-Trainer Gerd-Jan Verbeek gab in der Halbzeit noch einige taktische Anweisungen an seine Jungs. Allerdings erwischten die Münsteraner einen Traumstart in die zweite Hälfte. Nach einem Preußen-Doppelschlag innerhalb von nur 2 Minuten durch Saglam und Piosek führten die Preußen nach nur 49 Minuten mit 2:1. Bochums zweiter Anzug, der ab der zweiten Hälfte auf dem Platz stand, quasi kalt erwischt. In der Folge blieb das VfL-Spiel zunächst zäh. Für die letztlich aber nie aufsteckenden Bochumer gelang Raphael in der 79. Minute der letztendlich verdiente Ausgleich. Auch diesen Treffer sehen wir hier noch einmal in der Zeitlupe. Zum Abschluss des einwöchigen Trainingslagers trifft der VfL am Samstag in Herne auf den belgischen Erstligisten Waasland Beveren.